Leihwagen Eisenstadt widmet Ihnen die nachfolgende Sendung. Infos auf www.leihwageneisenstadt.at. Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Motor TV. BMW ist in Österreich der erfolgreichste Allradhersteller im Premiumsegment. Bereits jeder zweite Kunde entscheidet sich für einen BMW mit Allrad. Auch bei den Minimodellen Countryman und Paceman wird das Allradsystem All 4 immer beliebter. Wir haben es auf Eis und Schnee ausgiebig für Sie getestet. Mini ist ja bekannt für seinen unvergleichlichen Fahrspaß und das legendäre Go-Kart-Feeling. Um dieses besonders bei widrigen Straßenverhältnissen noch intensiver und sicherer zu erleben, greifen immer mehr Mini-Kunden zum Allradantrieb All 4. Dieser wird heute bereits in 10 Modellen des Mini Countryman und Mini Paceman angeboten. Die beiden Mini-Modelle werden übrigens in Österreich gebaut und in die ganze Welt exportiert. Und auch die Dieselmotoren aller Mini- und BMW-Modelle kommen aus dem BMW-Motorenwerk im oberösterreichischen Steyr. Wir testeten diese österreichischen Mini auf Eis und Schnee und hatten jede Menge Spaß. Das Mini-Allrad-System arbeitet extrem schnell und passt sich immer den jeweiligen Straßenverhältnissen an. Es verteilt die Kraft des Motors flexibel auf die Hinter- oder Vorderachse, je nachdem, wo sie gerade gebraucht wird. Dadurch wird man nicht nur sicherer, sondern hat auch immer optimale Leistung an den Rädern. Mit dem Mini All 4 Allradsystem, der sportlichen Fahrwerksabstimmung und der direkten Lenkung ist das Handling des Mini Paceman und des Mini Countryman sehr vorhersehbar, einfach und sicher. Kein Wunder also, dass bereits mehr als 40% der Mini-Countryman-Fahrer und fast 70% der Mini-Paceman-Fahrer sich für das Allradsystem von Mini entscheiden. Bei BMW hat sich der Anteil der Allradmodelle in den letzten Jahren enorm entwickelt. Mit BMW xDrive bietet man das wahrscheinlich intelligenteste und effektivste Allradsystem, das derzeit erhältlich ist. BMW xDrive verteilt in Bruchteilen von Sekunden die Antriebskraft dorthin, wo sie gerade am dringendsten gebraucht wird. Auf trockener Fahrbahn genießt man damit souveränes Fahren wie mit einem Hinterradantrieb. Bei schlechten Straßenverhältnissen vermittelt das System den Eindruck, an einer unsichtbaren Schnur gezogen zu werden. Das Fahrzeug folgt jeder Lenkbewegung, wirkt unheimlich agil und gleichzeitig absolut vertrauenserweckend. Das ist Freude am Fahren in wirklich jeder Situation. Es freut uns sehr, dass es uns gelungen ist, mit BMW unsere xDrive-Palette, das intelligente Allradsystem, in den letzten Jahren kontinuierlich auszubauen. Wir haben heute über 110 Modelle bei BMW, die mit xDrive ausgestattet sind. Und es ist natürlich auch extrem gut, dass unsere Kunden in Österreich dies hervorragend annehmen. Über 50% unserer in Österreich verkauften Fahrzeuge sind BMW xDrive-Modelle und das zeigt, dass Freude am Fahren auch im Schnee absolut sauber, schön und spaßig ist. Im BMW 118D xDrive kann man das intelligente Allradsystem bereits ab 30.600 Euro erleben. Jetzt bei Ihren BMW-Partnern Zita in Bruckneudorf, Bierbaum in Eisenstadt und Cola Strauß in Oberpollendorf. Frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr wünschen Autohaus Horvath in Eisenstadt, Stob Süd und Andau, VW Audi Seat Emberger in Frauenkirchen, Baden und Berndorf, Mazda Yaris in Eisenstadt, Toyota Zentrum Stifter in Marz, Denzel in Eisenstadt, Fiat Mandler in Stegersbach, Autohaus Matisowitz in Oberwart und St. Michael, Autohaus Dorner in Markt St. Martin, Reifenritz in Eisenstadt, Zezelitz Automegastor in Wiener Neustadt, Autohaus Lamster in Frauenkirchen, Autoteile Bleich in Eisenstadt, Megadenzel Erdberg in Wien und
Kfz Jagdschätz in Eisenstadt. Jetzt bei Ihrem VW-Partner Autohaus Kamper in Neusiedl am See. Jetzt bei Schwarz in Mönchhof. Denzel in Eisenstadt, Dorna in Markt St. Martin und Weber in Hochstraß. Neue Freiheit ohne Barrieren. Der neue Ford B-Max. Life is an open door. Jetzt bei Ford Weintritt in Neusiedl am See und Eisenstadt. Und Ford Strauß in St. Michael. Alle Autos, alle Infos, ein Heft. Alles Auto. Jeden Monat neu. Jetzt neu. Leihwagen Eisenstadt. Für jede Gelegenheit der passende Wagen. Anfragen und Infos auf www.leihwageneisenstadt.at oder telefonisch unter 0650 777 0650. Nach Fahrten auf Schnee- und Matschfahrbahn sollte man sein Fahrzeug immer wieder mal von rostförderndem Streusalz befreien. Möglich ist das auf jeden Fall bei Reifenritz, eine Selbstbedienungsanlage mitten in Eisenstadt. Blickt man von der Rosterstraße aus auf die Reifenritz-Zentrale in Eisenstadt, so befindet sich genau dahinter die neue SB-Waschanlage. SB steht für Selbstbedienung. Das Konzept der SB-Wäsche ist in 5 Schritte untergliedert. Schritt 1 ist die Hochdruckvorwäsche, wo gröbere Verschmutzungen entfernt werden. Hierbei sollte man ca. 5 cm Abstand zum Lack halten. Im zweiten Schritt wird mit Schaumbürste und Aktivschaum hartnäckiger Schmutz gelöst. Schritt 3 bildet die Klarspülung, wo Schaumrückstände entfernt werden. Der vierte Schritt beinhaltet eine Wachspflege. Reifenritz empfiehlt, sein Fahrzeug bei jeder vierten bis fünften Wäsche zu wachsen. Der wichtigste Schritt ist der fünfte und letzte, die Glanzspülung. Hier wird das Fahrzeug mit sogenanntem Osmosewasser gespült. Das ist ein demineralisiertes Wasser und hat den Vorteil, dass Ihr Auto nach dem Trocknen, was ja selbst sich trocknet in der Sonne oder eben durch den Wind, quasi fleckenfrei, ganz klar und sauber ist. Auch eine Staubsaugeranlage ist vorhanden. Geöffnet ist der SB-Waschplatz von Reifenritz täglich von 6 bis 24 Uhr. Bezahlen kann man entweder mit Euromünzen oder mit speziellen Waschmünzen, die man bei Reifenritz bekommt. Je nach Größe des Fahrzeuges benötigt man 3 bis 5 Euro für die Wäsche. Wer sich übrigens Waschmünzen holt, bekommt 10 zum Preis von 8. Auch beim Reifenkauf gibt es jetzt Münzen dazu. Damit ist die heutige Ausgabe von Motor TV zu Ende. Wir sehen uns dann das nächste Mal erst wieder Anfang Februar. Da melden wir uns zurück mit einem Bericht von der Vienna Autoshow. Danke fürs Zusehen. Auf Wiedersehen.
Leihwagen Eisenstadt widmete Ihnen die aktuelle Motor-TV-Sendung. Infos auf www.leihwageneisenstadt.at.